Wie? Ja, Hast du sie gefunden? Die Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir ein Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Ja, danke, dass wir mal zu Wort kommen. Also herzlich willkommen zurück bei The Last of Us Left Behind. Tja, und in der letzten Folge haben sich Riley und Ellie jetzt weggeschlichen. Weil Riley erklären will, warum sie jetzt seit anderthalb Monaten nicht mehr Ellie zu Gesicht bekommen hat. Was haben wir hier? Ein Steckbrief? Ah ja, Marlene. Heldin. Niemand von Teufel spricht. Sie fragt nach dir. Wirklich? Du erinnerst dich an deine Mutter. Da weißt du mehr als ich. Komm schon, wir kommen gut voran. Ja, die Dialoge sind hier irgendwie immer sehr leise geraten. Das liegt jetzt nicht an mir. Und mit wem hängst du so ab? Keine Ahnung, mit niemandem so richtig. Tino und den anderen. Wie geht's denen? O'Reilly, es sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Stimmt schon. Also die ganzen Wohnungen haben hier nicht wirklich was zu entdecken. So gut wie gar nichts. Das ist schließlich die Zeit, bevor Ellie Joel kennengelernt hat. Suche nach dem Licht. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, haha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldaten bin. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Verstecken es nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Lass uns lieber über was anderes reden. Blutprobe wahrscheinlich. Hey, tja. Vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, ich habe dich Marlene auch gefragt. Sie will, dass du sicher bist von dieser blöden Schule. Ich soll dich ja nicht mal sehen. Was geht sie das an? Sie hat Angst, dass ich dir Probleme mache. Klar. Das kriege ich schon noch allein hin. Hey, bist du noch das erste Mal hier? Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Dann warte es doch einfach ab. Ja, also meine Sprechrolle, beschränkt sich jetzt hier auf ein Minimum, weil die beiden einfach zu viel quatschen. Aber ist für mich kein Problem. So, was haben wir hier? Sparst du noch für diesen Urlaub? Jeden Cent. Hey, wo wollten wir nochmal hin?
Surfen in L.A.? Ja, stimmt. Surfen in L.A. Komm, gehen wir rein. Dieses Einkaufszentrum, ich frag mich, ob das das ist, in dem Joel und Ellie sich gerade in der Gegenwart befinden. Andererseits wäre das ein bisschen sehr unwahrscheinlich. Hoffen Geschäfte, alle zu, ist klar. So. Rolltreppe runter wahrscheinlich. Ja. Ich kann nicht glauben, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Mann. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. So sein Zelt. Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Nein, sie ist erst 14, sie kriegt noch keinen Alkohol. Nein, danke. Mehr für mich. Prost, Winston. Wow! Hartes Zeug. Na komm. Ist egal, wie man sich hier eigentlich entscheidet. Es bleibt einem selbst überlassen. Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als er tot war. Armes Pferd, sie hat bestimmt richtig Angst. Mann. Gut. Weiter geht's. Kleine Läden. Hier liegt aber auch nichts rum. Ellie in der Vergangenheit hat, glaube ich, nicht groß Möglichkeiten von Finden und Entdecken. Hier geht es mehr um ihre Beziehung zu Riley, Freundschaft und so weiter. Oh. Ellie, hilf mir mal. Klingt eher logisch. Wie wär's damit? Hey Riley. Ich helfe dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. Perfekte Maske für dich. Oh je. Riley. Perfekt. Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Ja, voll krass. Brüll mal. Ellie, echt? Du sollst
Ach, na schön. Ja, wir rennen jetzt mit dieser komischen Maske rum. Schau dir mal das ganze Zeug an. Zeug? Naja. War wohl gerade Halloween zu der Zeit. Oder das ist so ein spezieller Laden dafür. Kann hin und wieder, je nachdem, welche Maske man aufhat, es gibt ja hier noch mehr, irgendein Zeug machen, was dem entspricht. Wahrheitsschädel, stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Werden wir heute sterben? Nicht. So ein Quatsch. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Das ist höchst unwahrscheinlich. So ein Trost. Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich, Skelett. Das geht jetzt noch einige Male. Kriege ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Geister schweigen. War ja klar. Ja, typische Sorgen in dem Alter. Bist du ein Arschgesicht? Ich bin todsicher, dass es so ist. Na, dann ist ja alles klar. Werde ich wieder Auto fahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Knochenwitze. Verlassen wir jemals diese blöde Quarantänezone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt ja. Ah, hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Wird Riley jemals besser im Poker sein? Die Antwort ist nicht eindeutig. Ah, dann gibt's ja noch Hoffnung. Tja, jetzt können wir den nicht mehr benutzen. So witzig sein wie ich? Oh, bitte. Ich bin ungefähr 10-mal witziger als du. Er sagt, nicht in diesem Leben. Hey, nicht ich. Skelettseher sagt das. Gut. Skelettseher kann ich mal. Eine andere Maske ausprobieren. Wow. Wie sehe ich aus? Entzückend. Herzlichsten Dank, mein Täubchen. Okay, was war das für eine Aktion? Sieht man nicht. Schade. Ugh. Was noch? Was noch? Ja, noch eine. Eine Hexe, wie es aussieht. Die roten Schuhe. Was hast du mit ihm gemacht? Oh, weh, Tom.
Otto, was sollen wir nur tun? Oh Mann. Mhm, noch mehr Hexen. Ich werde in diesem Kessel einen Trank brauen. Ellie, hier drüben sind ein paar Freunde von dir. Diese Masken sind sogar noch cooler. Wow. Das wäre auch ein Laden für mich. Was? Ich stehe voll auf Vampire. Ich bin Graf Dracula. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Sonst noch irgendwas hier? Manche von den Figuren erinnern mich an ein paar Filme, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. So, was haben wir hier noch? Die letzte Ecke hier noch und dann gehen wir endlich weiter. Ah. Ach, Augäpfel. So was kauft jemand? Ist mir zu hoch. Riley? Wow. Das war blöd. Gut. Jetzt sind wir hier fertig, denke ich mal. Also geht's weiter. Autos da unten? Ja. Das Rote ist deins, meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Na schön. Oh Mann. Ja, so wird das gemacht. So, schön ziehen. Oh ja. Was sagst du jetzt? Und hopp. Ja. So. Und hopp. Wir haben es da irgendwie einfacher, weil wir besser zielen können. So. Shit. Ist eigentlich unwichtig, ob man hier gewinnt oder nicht. Man kriegt nur eine Trophäe, wenn man es tut. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Okay. Wieso bist du weg, ohne mir was zu sagen? Glaubst du, ich habe irgendjemandem was gesagt? Hab ich nicht. Aber ich war doch nicht irgendjemand. Oder? Nein, es war nur... Komm schon. Das musst du sehen. Und wir sind fast da. Das war... Ja. Das ist keine Antwort. Ich wollte es gerade sagen, das war keine Antwort, aber... Hab Dreieck genommen. Die Dreieckfrage.
Gut. Was machen wir hier? Ich find's ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen, stimmt's? Ja. Komm mal mit. Oh. Okay, was haben wir? Ja, ist ja gut. Hier haben wir aber noch was. Warnhinweis. Major Banks, dies ist meine dritte Anfrage innerhalb vieler Wochen nach zusätzlichen Patrouillen in meinem Bereich. Seitdem die Quarantänezone Hartford weggefallen ist, wurde die Stadt mit Flüchtlingen überflutet. Viele von ihnen kommen durch das Einkaufszentrum, weil es hier so wenige Soldaten gibt. Die Leute sind verzweifelt, und wenn sie die Stadt betreten, sind sie meistens auch infiziert. Wie ich es in meinem Bericht erklärt habe, musste ich allein letzte Woche 3 Infizierte der Stufe 1 ausschalten. Nee, ich weiß, dass die Mittel knapp sind, aber wenn wir hier nicht mehr Sicherheitsleute bekommen, wird dieses Einkaufszentrum verdammt nochmal überrannt. Mir hört überhaupt niemand zu. Der Lakai, Sergeant Winston Asher. Okay. Tja, von einer Minute. Na gut. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und sehen das nächste Mal nach, was Riley uns zeigen will. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Tata!